Das nennt sich Sekul Spa. Das ist eine tolle neue Erfindung, die man gerade in heißen Tagen für die Pferdebeine benutzen kann. Ich benutze es sehr, sehr gerne, gerade für meine Turnierpferde. Entweder am Turnier ist es super praktisch oder auch zu Hause, wenn sie viel getan haben oder von der Koppel kommen und das Wetter sehr, sehr warm ist. Im Endeffekt ist es ziemlich einfach. Also man schließt diese Brause an den Wasserschlauch an und setzt diesen Knopf oder diesen Behälter oben drauf, wo diese Sekul-Spa-Flüssigkeit reinkommt. Und das vermischt sich dann mit dem Leitungswasser und man kann so einen super tollen Kühleffekt erzielen. Das heißt, man spritzt, wie man gerade schon gesehen hat im Video, die Pferdebeine damit ab und das hält dann auch bis zu einer Stunde lang an und kühlt intensiv die Beine oder auch das ganze Pferd. Pferdebeine zu kühlen ist natürlich in vielerlei Hinsicht wichtig, gerade wenn die Pferde lange stehen, gerade bei den Sportpferden, wenn sie lange Stehpausen haben, geht natürlich das ganze Blut in die Pferdebeine bis runter, gibt Stau, Blutstau, es entstehen Gallen und das ist natürlich für den kompletten Blutkreislauf nicht gut. Das heißt, wenn man kühlt, dann regt es den kompletten Kreislauf im Endeffekt an und die Beine bleiben schön dünn und können somit am Ende auch mit frischerem Einsatz mehr Leistung bringen. Und diese neue Erfindung ist toll, weil sehr, sehr praktisch. Man nimmt es mit und das dauert ein paar Sekunden. Also man hält diesen Schlauch mit der Flüssigkeit auf die einzelnen Beine drauf, fährt einmal drüber und das Mittel verteilt sich sehr, sehr schnell. Und es ist eigentlich für uns Reiter sehr, sehr praktisch, weil man wirklich nur ein paar Sekunden pro Bein braucht und dann schon fertig ist. Man braucht nicht unbedingt den Wasserschlauch dazu. Das ist auch eine sehr, sehr praktische Sache. Man kann es auch mit einem Schwamm auftragen. Man nimmt einen Wasserbehälter, schüttet da die richtige Mischmenge rein, sage ich mal, und vermischt das mit Wasser und entweder man schüttet das Wasser so drüber oder man trägt es mit dem Schwamm auf. Das Produkt riecht sehr gut und ist sehr angenehm, hat einen Menthol-Pfefferminz-Geschmack und ja, also sie genießen es sichtlich, also der Kühleffekt tritt ein und sie merken es auch, dass es entspannt. Man sollte vielleicht jetzt nicht eine Riesenmenge sofort über den erhitzten Körper komplett über den Rücken schütten. Aber das kann man natürlich auch in vorsichtiger Art und Weise dann auch den kompletten Körper kühlen. Aber sie mögen es definitiv. Also ich benutze Sekul Spa auf jeden Fall im ganzen Jahr, weil man natürlich immer nach der Arbeit die Pferdebeine kühlen sollte, weil sie sich überanstrengt oder angestrengt haben. Und natürlich auch im Winter, also für die heißen Sommertage ist es natürlich ein ideales Hilfsmittel, aber auch im Winter, im Herbst oder im Frühling ist es jedes Mal, wenn man eben in die Waschbox geht, um die Pferdebeine zu kühlen, ein tolles und vor allen Dingen sehr, sehr schnelles Mittel, das Ziel schnell zu erreichen. Das ist eigentlich das Tolle dran, man braucht sehr, sehr wenig Wasser und da wird auch jeder Stallbesitzer sehr glücklich drüber sein, weil man eben auch in heißen Tagen sehr, sehr wenig Wasser verbraucht, um die Beine zu kühlen. Das Mittel kriegt man wunderbar aus dem Internet. Gleich hier unten, wenn der Film zu Ende ist, seht ihr auch einen Link, wo man draufklicken kann, wo ihr das auch direkt erwerben könnt. Und genau, im Internet eigentlich sehr einfach auf der Homepage zu finden.